Max Wekers gegen Bryce Kombu. Einer Klasse K1-Kampf, 3x3 Minuten, 86 Kilogramm. Bryce Kombu, hier ein gern gesehener, bekannter Kämpfer bei FFC. Hat mittlerweile einen Vertrag bei Glory, rutscht hier aus. Nicht die Bühne vom Wort nehmen lassen wollen. Und geht hier auf Schlaghagel nach vorne. Wekers ist hier auch nicht zum Verlieren gekommen. Man merkt es, auch wenn der Druck von Kombu sehr stark ist und in die Ecke drückt. Macht das hier sehr gut. Kombu spiegelt ihn hier. Hält ihn in der Ecke, jetzt kommt er etwas raus. Immer wieder schön den Aufwärtshaken durch die Mitte. Rika sieht auch hier mit einer Aktion, aber da ist nicht so viel Feuer drin. Kommen wir mit den härteren Schlägen. Wekers hier immer mit dabei, trifft auch gut mit Low Kicks. Kommt jetzt auch hier mit Low Kicks. Zeitweise etwas offen, aber trifft auch noch etwas mehr. Zum Körper, aber abgezogen von Wekers. Kombu bewegt sich hier auch gut unter den Schlägen, zwischenzeitlich raus von Wekers. Gerade lange Hände zu schlagen, aber Kombu weicht da schön aus und bringt immer wieder Kopfhaken rein. Well, the end of the first round. Die Ende der ersten Runde. Seconds out for the second round. Den Weg zu erhöhen. Kommt halt immer wieder zurück. Und er treibt Wekers wieder vor sich her. Kräftigere Kämpfer.
Was man deutlich sieht, der Größenunterschied macht ihm hier nichts aus, weil er immer schön in den Mann geht. Wilkers, der mit dem Inside Low Kicks hier noch Erfolg hat und die wird ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Trifft auch noch, aber wird halt immer wieder vom Kombi gedrückt. Es ist immer ein Rückwärtsgang. Aber trifft hier gute Hände. Wilkers immer besser seine Distanz zu finden, seine Größe im Vorteil auszuspielen. Ja. Macht das Kombi schwieriger. Ja, trifft jetzt hier wirklich immer mehr. Kombi muss ja aufpassen, die Deckung oben halten. Also zweite Runde, tolle Vorstellung. The end of the second round. Mehmet Ali Aslan, einmal bitte zu meinem Tisch. Danke. Dann an die Betreuer an den Ecken. Wir haben Corner-Ecken, da sind Stühle. Bitte da hinsetzen. Danke. Und im VIP-Bereich haben Leute, die kein orangenes Band haben, nichts verloren. Die, die hier hingehören, kriegen auch ein orangenes Band von mir. Bitte, bevor wir euch selber hinkommen und drauf. Ich wiederhole, die Leute, die kein orangenes Band haben. Freiwillig raus, sonst komme ich zu euch. Schieß euch. Dieser letzte Ende des Kampfes. Wieder zu drücken, schafft es aber nicht in den Ecke zeigen. Das hat am Anfang das Kampf besser gemacht. Und Wilkers trifft hier immer wieder im Rückwärtsgang. Schöne Hände, Low Kicks. Das Knie hier vom Kombo, aber ohne Erfolg. Immer wieder Knie, Low Kicks und auch Kombo hier wieder mit seinen Fingern. Schöne Rechte jetzt hier von Kombo, aber Wilkers geht direkt wieder nach vorne.
Er findet sein Ziel. Nicht so wuchtig vielleicht, aber er trifft. Sehr gut, auch wenn das nicht so explosiv aussieht, er trifft, er bewegt sich, er hält sich, kommt mit dem Leib, also gute Vorstellung hier von beiden Athleten. Wieder die schöne Rechte, dann kommt, wo die geht, immer drüber, da muss Vickers auch aufpassen. Oscar, über seine Vorhand. Ende des Kampfes. Toller Kampf jetzt. Entscheiden die Punkterichter, wer hier die Arme umwandeln darf. Well, first of all, ladies and gentlemen, a big and big and big applause for these two fighters, Max Bakers and Bryce Kumbau. Well, after three rounds of 3 minutes, we've counted the points and we have a winner. And the winner, ladies and gentlemen, is the man in the blue corner, Max Bakers. And also a big applause for his opponent for tonight's fight, Bryce Kumbau.